Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe mich für diesen Kran hier entschieden, weil mir hier noch der Kirby fehlt. Ist an sich ein 2-Runden-Kran, wo man halt sagen kann, dass man vielleicht Pech haben kann, dass man Ende trotzdem 3 Runden braucht. Und zwar würde ich wieder hier so reingreifen wollen, dass ich halt die Marken alle locker, die Kugel greife. Und dann vielleicht der Waddle-Doo hier zwischendurch fällt, das war beim letzten Mal der Fall. Und dass man mit dem zweiten Griff dann hier Kirby direkt greifen kann, was natürlich wirklich dann 2 Runden wären am Ende, aber kann natürlich auch sein, dass Waldi hier zwischendrin hier nicht gleich durchfällt, sondern hier hängen bleibt und dann muss ich mir nochmal greifen, deswegen spiele ich ihn direkt und hoffen wir mal, dass es klappt. Natürlich nicht zu weit. Na, kommt jetzt auch darauf an, ob er die Kugel festhält. Natürlich nicht. Ja, bei meinem Glück, Leute, gell, bei meinem Glück. Das ist dann nicht wahr. Also beim letzten Mal war es wirklich gut, dass halt hier die Kugel gegriffen wurde, der war, ist runtergefallen und dann hatte ich hier den Kirby. Ich hatte auch schon mal einen anderen Testgriff gehabt, wo ich hier reingegriffen habe. Da ist dann halt nur der Waddle-Doo hier zwischendurch gefallen, dann müsste man trotzdem wegen der Kugel hier Platz haben. Was mich jetzt nur ein bisschen Ärger dabei ist, ja, dass ich halt jetzt wohl das nicht komplettieren werden könnte. Es sei denn, ich kann mir links deswegen vielleicht schaffen, dass der trotzdem runterfällt. Vielleicht. Ich gucke einfach mal, also bis gleich. Nee, Leute, das war Pech. Das war definitiv Pech. Leider wegen so einem Pixel fällt er nicht runter. Wie gesagt, normalerweise fällt er runter. Aber ich hatte halt jetzt das Pech, dass es nicht klappt. Und jetzt würde ich halt gerne nochmal versuchen, wenn es eh dann schon fehlt, dass ich vielleicht nochmal hier so knapp reingreife, dass ich bei der Kugel so leicht nach links drücke, dass ich hier den Waddle-Doo berühre, dass sie hier vielleicht trotzdem noch runterfällt. Die Kugel halt dann weggreife und dass ich halt dann an Kirby drankomme. Das wäre dann jetzt wirklich so die Idee. Problem ist halt nur, dass Kirby halt jetzt auch leicht an den Waddle-Doo dran stößt, dass er halt ihn dagegen drückt. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Wenn nicht, dann habe ich wohl ein Problem. Aber so oder so muss ich es jetzt aussuchen. Ich habe ja sonst nichts anderes, was ich mit 2 Runden spielen kann. Na? Ne, der berührt. Na komm. Aber es sieht. Och komm. Hat eben noch so ausgegangen, als würde er wirklich durchrutschen, weil er wirklich unter die Kante gekommen ist eben. Aber dann ist er trotzdem ja nach oben geschoben worden. Das ist doch nicht wahr, Leute. Ernsthaft. Wie gesagt, habe ich den Kran als Test gespielt. Zweimal. Und da ist gerade du runtergefallen. Und jetzt spiele ich ihn richtig mit 3 Runden und krieg den Kran nicht komplett. ja gut, das ist halt das Pech, was man haben kann, gell? Aber gut, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zum Training. Vielleicht kriegen wir ja 2 Runden, dass ich mir zumindest dann rausgreifen kann und dann Kirby, aber ja. Nein, wir sehen uns beim Training. Hier ist euer Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, Leute, wenn man aus Versehen auf den Bezahl-Button kommt, dann müsste man das natürlich wegdrücken, weil das halt ewig dauert, bis es geladen ist. Aber okay. So, bei dem Kran, den habe ich auch schon mal gespielt, ja. Wenn wir schon hier beim Training sind gerade. Da habe ich so reingegriffen gehabt. Habe dabei diese beiden Marken hier gegriffen, dass halt die dritte auch noch mit da unten nach oben gezogen wurde. Und dann ist natürlich, sind natürlich da 3 runtergefallen und die landet dann wieder hier. Aber den Kran hätte ich auch theoretisch spielen können, weil mir fehlen ja nur noch diese 3 Marken hier speziell. Und da muss man dazu sagen, ja, aber ich war halt wirklich wieder. Da macht man sich die Sorgen von Kirby und dann klappt es natürlich nicht. Ich sollte nicht labern, sondern halt machen. So. Also man sieht schon, was ich meine mit hier alle Marken greifen, gell? So, wobei es halt ein bisschen anders aussieht als beim letzten Mal, weil halt wirklich die eine Marke noch mit nach rechts rüber gerutscht ist. So, also wenn ich jetzt den Kran in richtig spielen würde, würde ich mir auf jeden Fall versuchen, hier jetzt die Marke zu greifen und dann die hier, dass man die hier dann zwischendrin mal holt, weil vom Alten ist die jetzt schwierig, weil die vermutlich so nicht so leicht zu greifen ist. Aber wir müssen jetzt so oder so halt jetzt die Marken einzeln greifen, was wir mal anderes machen. Kleiner Vorteil bei dem Kran ist natürlich auch wieder alles aus Eis, deswegen kann man die Marken ein bisschen leichter nach rechts schieben. Aber ja, immerhin kriegen wir eine Runde sicher, sag ich mal. Vielleicht kriege ich einen blauen Bonus. Das wird schwieriger. Na, das wird sowieso nichts, wenn ich zu nah an die Wand komme. Oder, wie schon gesagt, Eis, er dreht alles. Und schiebt die andere Marke einfach voll nach rechts, ja. Aber das war klar, dass er die nicht festhält. Okay. Es soll ein Bär sein, der in einem Bienenkostüm rumrennt, gell? Der sich vermutlich da als Bienenkönigin tarnt, damit er an Honig drankommt oder was. So, aber immerhin, 4 Runden, dann können wir noch eine Runde reinhauen, dass wir vielleicht noch ein paar Marken kriegen. Ich meine, der eine Griff sollte, glaube ich, immer klappen, dass man hier so diese 3 Marken greifen, man muss ja wirklich nur zwischen die Fackel hier kommen. So, und dabei drückt er sich halt wirklich in die andere Marke noch mit rein. Das rechts ist nicht so toll, weil jetzt blockiert er den Ausgang. Ja, er blockiert einfach den Ausgang. Und zwar richtig, dass der Greifer wirklich ewig drückt.
Okay, aber immerhin 9 Marken, das reicht auf jeden Fall sicher für eine Runde. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir irgendwie hier mehr rausholen konnten, aber ja, man möchte sich nicht beschweren, gerade bei 4 Runden. Na? Nee, natürlich nicht. Dieser blöde Waddel, du, ey. Ich bin ganz ehrlich, das ärgert mich ein bisschen. Am liebsten hätte ich vielleicht sogar eher gleich hier resetten sollen und nochmal versuchen den ersten Griff, damit halt Waddle Doo vorher runterfällt. Aber gut, was soll ich machen? Gucken wir einfach mal. Vielleicht kriege ich ja den Kirby trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Was ist das, Bobby? Ach, Waddle Doo, warum ärgerst du mich so? Oder eher gesagt, warum ärgerst du Kirby hier? Kann ja wohl nicht sein. Na gut, wie gesagt, ich muss jetzt halt gucken, dass ich jetzt hier nochmal so reingreife. Vielleicht greift er ja den Waddle Doo so, dass er ihn vorher runterdrückt, bevor er den Kirby greift. Und dann rausheben kann. Im schlimmsten Fall, wenn er ihn greift, sag ich mal, dass er vielleicht hier landet oder hier, gell? Aber ja, wir müssen so oder so ausprobieren, was soll ich machen. Ja, das war eh zu weit. Na, aber vielleicht. Komm, halt ihn fest, bitte, bitte, bitte. Das hat übrigens gelohnt. Okay, Alter. Immerhin. Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Waddle Doo da ist. Wobei, ja gut, wenn er nicht runtergefallen wäre, hätte ich vermutlich jetzt, glaube ich, nicht bekommen. Aber das ist schon ein bisschen arg ärgerlich, oder Leute? Normalerweise, wie gesagt, es ist ein 2-Runden-Kran, theoretisch. Weil, wie gesagt, beim letzten Mal hatte ich einen Griff, da habe ich in die Kugel gegriffen. Da ist das UFO runtergefallen, da ist Waddle Doo runtergefallen. Da hätte man Kirby jetzt einfach so greifen können. Aber dann bin ich natürlich dann trotzdem froh, dass ich den Kran direkt gespielt habe. Weil wenn ich den jetzt wieder in 2 Runden gespielt hätte, hätte ich wieder 2 Runden verschenkt. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich bin froh, mal wieder einen Kirby-Kran zu komplettieren. Übrigens, ganz kurz, hier nebendran hätte ich einen anderen Kirby-Kran gehabt, wo mir der noch fehlt. Aber der lässt sich halt direkt nicht greifen, weil er halt ganz leicht wieder abrutscht, weil der halt Greifer so schwach ist in dem Kran hier. Aber dann gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Sammlung und gucken uns hier, ja, die Kugel an. So, da haben wir sie, die Nightmare-Kugel. Und Waddle Doo, du bleibst da schön sitzen. Lass Kirby in Ruhe. Da muss man natürlich sagen, ja, da hat man wieder Pech gehabt. Aber dann am Ende dann trotzdem wieder so ein bisschen Glück, sage ich mal. Einfach aus dem Grund, weil man dann, ja, 2 Marken runterwerfen konnte, wo es dann mal wirklich danach aussah. Gefällt mir aber trotzdem gut. Wie gesagt, Kirby-Grenzen zu komplettieren ist natürlich mal das Schönste bei Nintendo Battle Arcade, besonders für mich. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt oder auch mal anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ihr habt ja gesehen, der erste Griff sollte eigentlich immer gleich sein. Also zumindest, dass man die 3 Marken hochhebt, wie halt danach die Marken nach rechts geschoben werden, hat es gesehen. War trotzdem wieder ein bisschen anders, aber dass halt trotzdem immer so 3 Marken runterfallen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.